Es waren einmal drei Freunde, die machten für ihr Leben gern Musik. Der erste spielte Saxophon, der zweite Trompete und der dritte Posaune. Und die Menschen, große und kleine, kamen und hörten ihre Musik. Es gab aber auch Orte, da mochten die Menschen keine Musik. Vor allem in den Bergen, dort ging die Angst um. Die Angst vor einem bösen Geist. Dieser Geist konnte nur leben, indem er den Menschen mit seiner Musik ihre Lebenskraft raubte. Und der Geist konnte sich sogar in eine große rote Trommel verwandeln. Und die Menschen mussten tanzen. Sie mussten tanzen und tanzen und tanzen, bis sie vor Erschöpfung wie tot zusammenbrachen. Als es wieder einmal Herbst wurde, zogen die drei Musiker nach Süden, um der Kälte des Winters zu entfliehen. Sie mussten wohl oder übel das große, große Gebirge durchqueren. Da war es erst mal ein Glück, dass sie eines Abends eine große und verwinkelte Höhle als Schlafplatz fanden. Vor dem Einschlafen machten sie wie jede Nacht noch ein wenig Musik. Das freute die Bewohner der Höhle, die vielen kleinen Käfer und die Asseln. Ihr müsst nämlich wissen, der böse Musikgeist hielt sich schon so lange in eben dieser Höhle versteckt. Nach einer Weile legten die drei Freunde ihre Instrumente beiseite und bald hörte man nur noch ein leises und zufriedenes Schnarchen. Nur einer konnte nicht einschlafen, der Posaunist. Er konnte nicht aufhören, daran zu denken, dass viele Menschen ihn und seine Musik noch nicht kannten. Da bemerkte er etwas Sonderbares. Ein rotes Schimmern erhellte den Gang. In dessen Mitte schwebte, wie von Zauberkräften gehalten, eine rot leuchtende Posaune. Nimm mich und spiel mich, und morgen kennt man dich im ganzen Land. Nimm mich und spiel mich, und morgen kennt man dich im ganzen Land. Da gab es kein Halten mehr. Er musste in den Besitz dieser Posaune kommen. Er musste auf ihr spielen, um endlich berühmt zu werden. Eiskalt war sie, aber er setzte sie an seine Lippen und spielte und spielte und spielte. Noch nie hat er so einfallsreich und hinreißend gespielt. Noch nie hat er so mächtig geklungen. Der Posaunist war zu Boden gestürzt und lag da wie tot. Die mächtige Musik hatte einige kleine Steinchen an der Höhlenwand ins Rollen gebracht. Bevor die Höhle ganz zusammenbrach, hatten die beiden Musiker ihren Freund ins Freie geschleppt. Auch die Käfer und die Asseln waren aus der zerstörten Höhle geflohen und sahen voller Mitleid das Unglück der Menschen. Sie kannten alle Geheimnisse des bösen Musikgeistes, auch wie sein Zauber gebrochen werden konnte. Endlich verstanden der Trompeter und dann endlich auch der Saxophonist. Die Freunde nahmen einen Topf, warfen die glühend heiße rote Posaune hinein, gossen Wasser darüber, dass es nur so zischte. Sie warfen Pilze hinein. Das gefiel den Käfern und den Asseln. Und der Suppe im Topf wohl auch. Und jetzt Ahornblätter in den Topf. Die Suppe kriegt schon Aroma. Vorsichtig flößten die beiden ihrem todkranken Freund einen Löffel ein. Die heilende Suppe hatte dem Posaunisten Kraft gegeben und den bösen Geist besiegt. Und auch die Posaune im Topf war erlöst. Der Zauber war gebrochen.